Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von XCOM Enemy Within. Ich bin endlich wieder in der Lage hochzuladen. Oh yeah, endlich kann ich wieder Zeug hochladen. Wir haben in der letzten Mission, soweit ich mich recht entsinne, herausgefunden, wo der Exalt-Standort ist. Und da gucken wir doch gleich mal nach. Er ist in Nigeria, ihr kleinen verlogenen Schweine. Versteckt euch in Nigeria. Ja, ich würde sagen, da werden wir auch gleich den Hauptangriff, den Angriff auf das Hauptquartier starten. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wie aktuell der Stand der Technik ist. Forschung haben wir nicht mehr. Das liegt einfach an der Tatsache, dass wir keine Forschung mehr zur Verfügung haben. Die Firestorm ist immer noch im Bau. 6 Tage noch. 2 Tage noch in der Gießerei für die geformte Rüstung. Da können wir gleich mal reingucken. Aber ich glaube, wir haben aktuell sowieso nicht die Credits, um großartig was zu machen. Aber was wirklich erfreulich ist, ist unser Meldkonto. Da haben wir eigentlich momentan ganz gut was auf Lager. Deswegen werde ich mal gucken, ob wir im Genlabor jemanden umschulen können. Die Psy-Kämpferin war ich nämlich am Überlegen, dass wir ihr vielleicht noch irgendwas in der Richtung geben, dass sie so ein richtiger, megamäßiger Supersoldat wird. Gewährt übermenschliche Kraft in den Muskeln. Das finde ich tatsächlich immer ziemlich nett. Heildauer von Verwundung verkürzt sich. Dann nehme ich mal die Muskelfaserdichte. Wir müssen mal gucken, wie viel Geld wir denn jetzt haben. 60. Wir haben nämlich nicht so viele Credits zur Verfügung. Irgendwas fürs Hirn. Verursacht Schaden bei Psy-Angreifern und löst die Abklingzeit all ihrer Psy-Angriffe aus. Verringert nicht die Erfolgschance dieser Angriffe. Bei der Verteilung gegen Psy-Angriff und macht immun gegen Panik. Steht der Soldat unter Gedankenkontrolle, endet diese Kontrolle und der Soldat wird stattdessen eine Sekunde lang betäubt. Das auf jeden Fall. Dann sind wir bei... sind wir schon bei 95 Credits. Mehr haben wir gar nicht. Augen, gewährt die Zielgenauigkeit, brauchen wir nicht. Höhenvorteil gewährt... Ja, Höhenvorteil wäre natürlich noch eine Maßnahme. Das nehme ich jetzt einfach nochmal mit, weil sie kann ja dann hochspringen. Das hier wäre natürlich noch ganz nett, eine Neuraldämpfung zu machen. Aber wir machen erstmal das beides. Ich schicke den ausgewählten Freiwilligen sofort zur Vorbereitung auf den Eingriff. So, wunderbar. Sobald die genetische Modifikation abgeschlossen ist, werde ich sie umgehend davon in Kenntnis setzen. So. Und eigentlich hätte ich noch was verkaufen können, um das zu ändern. Naja, egal. Jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir es schon gemacht. Wir starten jetzt eine verdeckte Operation auf Nigeria und greifen den Exalt-Stützpunkt an. Wir wissen jetzt garantiert, dass er dort ist. Geschafft, Commander. Dank der gesamten Geheimdienstberichte kennen wir jetzt die Position von Exalts Hauptbasis. Wir können die Anlage nun auf ihr Kommando hin angreifen. Können wir da nicht einfach eine Atomrakete hinschicken? Ja, können wir das nicht einfach ganz einfach und simpel machen? Wir haben nicht die Ressourcen, um uns blind in eine Verfolgungsjagd zu stürzen. What? Was heißt blind? Wir gehen da jetzt rein. Wir machen die platt. Die Schweine. So. In den Kommentaren... Gegenstände abgeben. Jawohl. In den Kommentaren habt ihr geschrieben, dass es denn vielleicht nicht nützlich wäre, wenn wir ihr die Jump-Rüstung geben. Oh. Warum haben wir keine dicke Rüstung mehr für sie? Hallo? Warte mal. Was machst du denn eigentlich hier? So, jetzt Gegenstände abgeben. Jawohl. Den wollen wir gar nicht mithaben. Ich nehme mal sie hier mit. Nehme ich mal an. Warte mal, wir nehmen mal das so. Dann haben wir Unterstützung, Sturm, Schwer. Nee, warte mal. Weißt du was? Wir nehmen mal noch einen Psy-Jungen mit. Die können sich nochmal ein bisschen... Ach, das war ja der, den ich mit hatte. Der Psy-Sniper. Dann nehme ich tatsächlich mal den Psy-Sniper mit. So. Entfernen. Und wir nehmen... Sie ist im Einsatz. Unser Mech-Kämpfer haben wir mit dabei. Die Brittany King nehme ich nicht mit. Ich bin gerade mal gucken. Warum nehmen wir nicht noch die mit? Ihn mit. Nicht die. So, Bewaffnung. Du kriegst auf jeden Fall das Plasmagewehr. Du kriegst die Psy-Rüstung. Soll ich ihm die Psy-Rüstung geben? Ich bin gerade am Überlegen, ob das Sinn macht, ob er die Flugrüstung... auf jeden Fall in den Kommentaren habt ihr geschrieben, ob es nicht vielleicht Sinn macht, einem Scharfschützen die Flugrüstung zu geben. Bin ich eher nicht der Meinung. Liegt einfach an der Tatsache, dass...
dass wenn ich ein... Wobei, bei ihm würde es vielleicht Sinn machen, weil er nicht springen kann. Er kann dann auf hohe Positionen fliegen. Das mache ich mal. Wer hat denn aktuell die Flugrüstung? Du, ne? Pass mal auf. Du kriegst anstatt die Erzengelrüstung mal eine Titanrüstung. Du kriegst anstatt der Geistrüstung die Erzengelrüstung. Weil, wie der aussieht einfach. Wie der einfach aussieht, wie so ein Power Ranger. Tut mir leid, ich muss das einmal sagen. Der sieht aus wie ein Power Ranger. Und du, mein lieber Leutnant Said Tariq, du bekommst von mir die... Das Plasmagewehr, eine Laserpistole, du bekommst eine Alien-Granate und ein Medkit. Und bei der Psy-Rüstung bin ich mir noch nicht sicher. Du kriegst eine Psy-Rüstung. Du kriegst eine Psy-Rüstung. Du hast leider noch keine wirklichen Psy-Fähigkeiten, aber die Psy-Rüstung gebe ich dir. So, die behält das. Ich glaube, das passt soweit. Und dann bedeutet es, wir können auch in den Kampf gehen. Mr. McLean ist mit dabei, unser Mech-Kämpfer ist mit dabei. Und sie ist als Speer mit dabei. Okay. Ich bin zufrieden mit der Truppenzusammenstellung. Wir landen. So, worauf ich aber hinaus wollte, das macht bei unserer anderen Scharfschützin keinen Sinn. Also die Erzengelrüstung. Weil sie ja ohnehin überall raufspringen kann. Na? Von daher würde dann so ein Jetpack nicht viel bringen. Insbesondere, wenn wir das noch nicht so upgegradet haben. Aber unser Ziel für diesen Einsatz ist einfach. Schalten Sie alle Exalt-Truppen in dem Gebäude aus und eliminieren Sie diese Bedrohung ein für alle Mal. Viel Glück, Strike One. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass da etwas Böses passiert. So, Kollege, du kommst mir mal... Du kannst mal Flug umschalten. So. Hui. So, dann gehst du mal da runter. Oh, guck mal, da sehen wir schon jemanden. Da kann man durchgucken. Hui. Kommst du mir mal hier hin? Und damit da keine bösen Überraschungen passieren. Kann man da hier drüben irgendwo noch rein? Ich würde ja gerne die Papierwand da wegsprengen. Die Wände sehen sowieso sehr dünn aus. Ich stelle mich mit ihr erstmal hier hin. So, man weiß ja nie, was da passieren kann. Ups, wollte ich nicht. Anscheinend ist Exalt das Design wichtiger als die Leistung. Keine sehr vielversprechende Strategie. What the fuck? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Was meint er damit? Warum soll denn das Design wichtiger sein? Systeme aktiviert. Na, mal gucken. Bin mal gespannt. Ich habe irgendwie den Eindruck oder die Befürchtung, dass uns hier was Böses erwarten könnte. Warum hat die so einen leicht spanischen Akzent? Kann mir das mal jemand erklären, bitte? Soll das jetzt irgendwas bedeuten? So, Mr. McLean. Sie wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Sie werfen eine Alien-Granate. Und einfach, weil das zwei Leute sind, kriegen jetzt mich auf die Fresse. Durch die Wand! So. Wie weit könnte die denn laufen? Nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Deswegen gehst du mal Datendeckung. Mal gucken, was wir da drin finden. Oh, Tentakeln! Noch ein paar Exalt-Einsatzkräfte. Ah, nicht klar. Oh, guck mal, mieser Trip. Wir versuchen es einfach mal. Sehr beeindruckend. Sie haben es sogar geschafft, unseren Hologlobe nachzubauen. Schade. Ja, die haben es geschafft, eine sich projizierende Weltkugel zu bauen. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Bin schon dabei. Zack. Fackeln wir dann mal die Hütte ab hier. Das halten Sie
Flammenwerfer. Okay. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Der steht da ja draußen. So, dann bist du zumindest noch getarnt. Ja, guck mal, was für eine Trefferchance wir haben. 70%. Naja, wir versuchen es mal. Yay! Getroffen. Hervorragend. Können wir sie ja mal vorholen. Sie. Ich habe ihn schon wieder als Frau bezeichnet. Es tut mir leid. Du bist Tarik, oder? Tut mir leid, Tarik. Falls du Tarik bist. Ich wollte dich nicht, nicht deines Geschlechtes berauben, beziehungsweise dich als anderes Geschlecht bezeichnen. Das ist ja unhöflich eigentlich, ne? Aha, daneben. Darf ich jetzt mal gleich schießen? Ah. Wow, ey. Du schießt dir gerade die Wand kaputt. Ist ja praktisch, er hat uns den Zugang gemacht. Ist im Prinzip wirklich praktisch. Kein Kontakt mit den Zielen. Ach, die dürfen auch noch, ne? Da gehe ich auch gleich rein und mache. Au. Schon wieder. Das ist wie gemacht für eine Portion Flammen. Flammenwerfer. Einmal Flammenwerfer. Ich brutzel euch jetzt. Bin schon dabei. Ah, da sind noch mehr. Wie viele seid ihr denn? Nur weil das Hauptquartier ist, heißt es nicht, dass hier eine Sammelstelle für obdachlose Exalt-Mitarbeiter sein muss. Warte mal. So oder... Da treffe ich gar nicht. Also ich muss so machen. Wir sind in Panik. Die Situation gerät außer Kontrolle. Die Situation gerät außer Kontrolle. Warte mal. Erstmal will ich ganz gerne den Sniper nehmen. Nein, nein, nein. Wir wechseln die Waffe. Ja. Das ist doch schon mal gut. Zack. Von oben. Runtergedrückt. Können wir den da weghauen? Bam. Okay, Mr. McLean. 90%, 62%, 62% sind mir ein bisschen wenig. Das bedeutet, ich gehe mal hier hin. Ah, noch mehr. Junge. Mit euch kann man echt einfach auch nicht rechnen. So viele wieder sind. Ihr macht den jetzt weg. So, dann haben wir den schon mal. So, dann hau ich jetzt, das rein. Dann rennen wir mal dahin. In der Hoffnung. 90% oder 82%. Dann nehme ich lieber den da. So. Fatima hat rumgeballert. Und dann haben wir noch... Ich weiß nicht, ob ich ihn von da treffe. Das ist mein Problem. Ich probiere es mal. Nein, treffen wir ihn nicht. Treffen wir ihn leider nicht. So, machen wir das mal. Mal ein paar Defensivmaßnahmen, wenn da noch so viele Exalt-Einsatzkräfte sind. Sie scheinen sich eine ganze Menge Technologie beschafft zu haben, die mit der unseren gleichwertig ist. Achtet auf die Flanken! Wo ging der Laserstrahl denn hin? Nice, nice. Wo ging der denn hin? Unfassbar. Erzähl mir bitte mehr. 9 kritischer Schaden. Alles klar. Oh oh. Meine Güte.
Jetzt wird es aber hier ein bisschen gefährlich. So langsam habe ich ein bisschen Bange. Okay. Ist mir ein bisschen zu wenig. Drücke vor. Geh mal hier hin. Ist gar nicht so einfach. Bin unterwegs. 47%, 61%, 76%. Ja, ich muss ja im Endeffekt. Ich mache jetzt erstmal den hier. Den muss ich machen. Müssen wir gucken, dass wir irgendwie unsere. Oh, du nervst mich da hinten. Einheiten bzw. unsere Leute bei Laune halten. 52%. 60%. Ich versuch's mal. Oh, es funktionierte sogar. So. 50%, 94%. Versuchen wir mal einen Crit. Na komm, hauen weg. Jawohl. Eine Sorge weniger. 36%, 50%. Das ist alles nicht so sonderlich erbaulich. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht so weit. Ach, egal. Fehler von mir. Damit treffe ich sogar beide, glaube ich. Nein, doch nicht. Ich hab den da hinten noch nicht getroffen. 61%, 96%. Ah, what do? Hau ich auf den. So. Exalt ist nochmal dran. Ja, super. Oh nein. Ist ja vollkommen wahnsinnig. Er schießt mit dem Raketenwerfer. Ach Gott. Jetzt wird es gerade ein bisschen kritisch hier. Es sind so viele einfach. So, an der Stelle mache ich aber mal eine Pause. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich wünsche euch was, euer Rio. Ciao.